Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Remastered. Ja, genau, letztes Mal haben wir herausgefunden, dass man die Einheiten nicht, nicht heilen kann, sondern einfach nur zusammenfügen kann. Und dann, ja, und dann geht es halt so weiter. Ich dachte eigentlich echt, vor allem wegen dem, weil wir dadurch eben Gesundheit bekommen. Bonus für Bevölkerungswachstum pro roten Zug für Gesundheit 0,5. Also ja, Bevölkerungszuwachs ist halt was anderes, aber da stand Gesundheit. Naja, okay. Das ist ja jetzt wurschti-burschti. So, dementsprechend... hier fängt es ja schon an, schmutzig zu werden, ne? Hier muss ich dann auch bald mal den Palast bauen, das was wir hier gerade machen, damit hier die Verschmutzung aufhört. Genau, und ich denke, also die Agenten haben wir bewegt, blockiert, genau, und weiter geht's. So, was macht denn der jetzt da? Wie kommt der jetzt dahin? So, okay, das ist jetzt sehr gut, dass wir hier weiter können. Das war nämlich meine Hoffnung, dass hier das Schiff der Skipionen weggeht. So, was will der? Das kann uns eigentlich sogar wurscht sein, weil der wird es nicht einnehmen können. So, 1000 haben wir, das, das ist nicht schön, weil wir brauchen ein bisschen mehr. Warte, ich greife den jetzt mit denen an. Ich habe doch automatisch gemacht. KI-Kontrolle deaktiviert. Der Unterschied dann die Rechenbefehle. Achso. Das habe ich. Ich habe wahrscheinlich ja zu schnell weggeklickt. Mache ich ja meistens. Okay, alles klar. So. Spare ich noch eine Runde? Ich würde ja sagen. Ich würde sagen, wir sparen noch eine Runde, weil wir hier... Ich will hier den Statthalterpalast machen. Genau. So, mal schauen. Bündnis. Ich frag mal nach 500. Gibt dafür seine... Nein! Wir geben ihnen Karteninformationen und versuchen, die zu verkaufen. Das müssen wir leider ablehnen. Irgendwie erinnert mich die Synchronsprecher oder der Synchronsprecher hier an einen, ich glaube an den Fritz von GameStar. Das müssen wir leider ablehnen. Okay, ich versuch's noch einmal mit bisschen weniger. Das müssen wir leider ablehnen. Na gut. Dann gehe ich mal weiter. So. Das müssen wir leider ablehnen. Okay, dann hier drüben. Erwarte eure Befehle.
Nee, oder? Ja. Doch. Ohne Zögern. Ich kann hier nicht vorbei. Herr. Oh Gott. Egal, dann geh halt Norden. Das ist jetzt überraschend. Das ist jetzt überraschend, dass ich da nicht... Aber ja, hier gibt es ja auch noch nicht diese Schneise, die es in Rome 2 gibt. Die will schon wieder, dass ich... Es empfiehlt sich, eine Holzmauer zu bauen. Riminum. Ja. Das werde ich dann irgendwann tun. Waffenstillstand, Seleukidenreich und Armenien. Genau, das habe ich weggemacht. Weiteres Merkmal erhalten. Plus 1 Kommando, das ist gut. Noch 5 Runden übrig. Ah, ja, das werde ich nicht mehr schaffen. Die werde ich nicht mehr einnehmen können. Was bekomme ich denn? Würde ich denn... Wenn ihr Erfolg habt, ihr werdet belohnt. Ja, aber inwiefern? Ich weiß ja nicht, ob... inwiefern werden wir belohnt? Oh, Makedonien ist da. Okay, das ist auch nicht verwunderlich, weil da ist Makedonien. So, was gibt's Neues? Also, Bündnis angekündigt, Numidien und okay. Gut, wir haben jetzt 2000, das heißt, hier ein Palast. Okay, und hier bauen wir jetzt mal... Wie viele Fernkämpfer haben wir bei dem? 1, 2, 3, 4. Okay, das reicht. Dann bauen wir hier nochmal Kavallerie. Okay, sehr schön. Ja, das mache ich ja. Velitäten sind Blinker wie diese werden eingesetzt im Hauptarmeen. Ja, genau, das mache ich ja schon. Gut. Das tue ich ja schon. Okay, wie will er... Der will jetzt um die ganze... Wow. Ja, nun. Ohne Schiffe sind die dieses Mal ziemlich am Arsch. Ja, dann scoute einfach weiter. Das ist sehr unpraktisch. Gut. Okay, nächste Runde das da und dann das da. Aber wobei nächste Runde, also das wird nicht passieren. Also übernächste wahrscheinlich. Dieses Getippel ist halt so lustig. Bevor der hier irgendwas macht. Wieso hat der so viel? Wieso sagt er, dass er so viel Schaden macht? Oh Gott. Entschuldigung, also
So viel Schaden darf man nicht machen. Der hat nur zwei Einheiten. Kommt! Ja. Wart auf meine Befehle! Hastati! Bogenschützen! Velites! Ist aber echt ein bisschen unpraktisch, dass die nicht automatisch sortiert sind, aber okay. Ah, da sind sie. So, vorspulen. Stopp. Hastati, Bewegung. Attacke! Der feindliche König wurde getötet. Dadurch werden seine Anhänger ins Zweifeln geraten. Hastati, der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Ja. Rom verlangt von Feldherren Siege und dieser Tag ist für uns 10 verloren. Ein klarer Sieg. Eine Friendly Fire habe ich bekommen, aber egal. Gut. Ja, war jetzt so lala. Auf jeden Fall habe ich den komplett vernichtet, das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Weiter. So. Gut, was kann ich da jetzt machen? Was sagt sie? Holzmauer? Ja, 725. Ja, naja, nee. Weil das wird safe erstmal nicht angegriffen. Ich spare nochmal. Uiuiui. Moment. Zu Diensten. In Bewegung. Okay. Da weiß ich ja schon, womit ich es zu tun habe. Das ist etwas ärgerlich. Ich komme hier nicht hin. Ich komme da einfach nicht hin. Ich könnte auch mal Kriegshunde bauen. Equities. Sind bereit. Oh.
die werden gerade von mehreren angegriffen. Da mache ich die Rodung hier. Ich wollte zwar noch sparen, aber hier Rodung ist, glaube ich, ganz gut. Posten erhalten, Überflutung, Sachsenstamm. Achso. Dann diplomatische Dinger, Karthago und Scipio, Numidien, Karthago, Numidien, Ägypten. Okay, gut, dann sind wir mal fertig. Bemannt die Verteidigung. Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Wie wäre es mit Handelsrecht? Nehmt an oder wir greifen an. Uiuiui. Karteninformation. Wie wäre es mit Zahlung? Äußerst großzügiger Vorschlag. Cool. Das ist sehr schön. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen Moneten. Gut, also. Ja, an sich. Stelle kann ich hier reinbauen. Tempel des Keres. Schrein des... Ah, okay, der Tempel ist quasi Update. Okay. Legionskaserne. Momentan Schützenplatz. Ah, okay. Wehrkaserne habe ich hier und das kann ich zur Legionskaserne ausbauen. Stadtwache Hastati Principies. Fernkampfwaffen. Beherrscht Tunnelbau. Wieso steht es da? Beherrscht Tunnelbau. Warte mal, das. Was bedeutet das? Also, so rein logisch gesehen würde ich jetzt sagen, dass es bedeutet, dass ich Städte auch so angreifen kann und dann halt einen Tunnel bauen kann irgendwie. Aber das klingt irgendwie seltsam. Es ist ausgeglichen. Ich bekomme Verstärkung, das ist gut. Okay, bin mal gespannt. Es ist ausgeglichen, also das heißt, seine kleinen Heerbanner, Kriegsbande, Heerbanner, Pikniere sind andere. Der Morden graut düster und schrecklich. Doch viel schrecklicher ist es, sich Römern wie uns zu widersetzen. Soeben schwächt die Furcht die Herzen unserer Feinde. Die Gallier belügen sich selbst, denn sie halten sich für mindestens so gut wie wir. Ich finde,
Der Gestank des Todes haftet an ihnen. Lasst euch hierdurch Kraft geben. Der Feind ist so verhasst, dass er keinen Verbündeten finden kann. Diese Armee besteht aus der Hälfte unserer Krieger. Es ist eine mächtige Streitmacht, gegen die kaum einer bestehen kann. Sicher zittern unsere Feinde bei dem Gedanken, dass ihr gegen sie in den Kampf zieht. Denkt daran, wenn ihr sie abschlachtet. Unsere heutige Aufgabe ist eine noble. Wir müssen die Stadt und das Volk retten. Sie haben einen leichten Zahlenvorteil. Doch unser froher Mut sollte diesen ohne Schwierigkeiten wettmachen. Wenn ich einen Angriff plane, dann weiß ich dabei schon, dass ich siegen werde, dass meine Männer siegen werden, dass der Sieg nahe ist. Wir müssen nur die Hand ausstrecken und den Gegner am Wickel packen. Seid frohen Mutes. Unsere Kameraden marschieren in diesem Augenblick, um uns zu helfen. Und nun, tapfere Römer, sage ich, Kraft und Ehre euch allen. Alter, dass die immer so lange reden, ne? So. Ich will probieren. Wo ist die Stadt? Ist das die Stadt? Nein. Da hinten ist die Stadt. Ah, okay. Da müsste rein theoretisch meine Verstärkung von hier kommen. Das heißt, ich baue mich hier auf. Kavallerie hier hin, General dahin. So. Bogenschützen. Bogenschützen. Lustig. Einheiten, Bewegung. Okay. Lob sei den Göttern, die Verstärkungen sind hier. Schickt Alter. Sie in den Kampf, auf dass sie den Feind entmutigen. Okay. Das ist auf 20 reduziert. Also die Einheitenzahl ist auf 20 reduziert. Das ist nicht ganz so nice. Warte mal, ich schau mal Optionen. Spieleinstellungen. Das kann man, glaube ich, wirklich nur einstellen, wenn man eine neue Kampagne macht. Wenn man es überhaupt einstellen kann, das ist ja so eine Frage.
Ja, man, alle mindestens 20 Einheiten mehr. Das ist ein Problem. Aber das werden wir schaffen. Erinnert mich so krass an Star Wars Clone Wars. Also sowas von. Also der Männergesang im Hintergrund ist halt richtig also ist sehr ähnlich. Okay. Kannst du schon schießen? Ja. Sehr gut. Ich spiele es mal ein bisschen auf Safe. Ich lasse die einfach mal ein bisschen ballern. Bitte vor. So. Okay. Okay, die haben wir die Hälfte schon. Genau. Haben die Hälfte jetzt fertiggeschossen, weggeschossen. So, das heißt, ich mache mich mal bereit. So, Feuer frei. Hier ein bisschen näher. Ihr dürft auch feuern. Ihr dürft auch feuern, wenn ihr Bock habt. Ja, die haben den natürlich bekommen. Ja. Schon klar. Man erkennt es leider wirklich nicht sehr gut. Aber ich glaube, ich habe
Ja. Gewonnen habe ich so oder so. Da muss ich mir mehr angewöhnen, die Leertaste gedrückt zu halten. Die Armee des Feindes flieht, verfolgt sie und jagt sie vom Schlachtfeld. So. Okay. Und dieser Tag überleben 477. Also haben wir ja schon einiges verloren. Also wir haben ja knapp 200 verloren. Verluste Hastati. Also hier Stadtwache. Okay, die Stadtwache hat am meisten verloren, aber das ist in Ordnung. Die ist nicht so wichtig. Die Equities haben sehr viel Schaden gemacht. Das ist gut. Und der General natürlich auch. Equites. Hier hast du Arti. Ja, nice. Gut. War Roundabout ein sehr erfolgreicher Kampf. Sehr schön. Gut, dass er dahin geht, weil da will ich ja auch hin. So. Hastati. Achso, ja, das kann ich nur in der Stadt. Inne drinne. Ja, General. Vorwärts. General. Weiter. So, mal schauen, also. Warte. Ja. Okay. Ja, langsam wird's eng hier. Hastati. 400. Ja. Stadtwache. Elitis könnte ich auch. 1, 2. Ja, dieser Einser, der nervt. Aber nee, den will ich eigentlich nicht. Also noch nicht. Weil der könnte sich dann verbinden und dann könnte man ein bisschen. Oh. Das war dumm. Sind bereit. Das kann ich nicht. Ups, irgendwie sahen die nicht so krass stark aus. Gut. Flotte bereit. Ja, ich habe gerade die Flotte weggeschmissen. Weil der wird jetzt natürlich ja, den angreifen. War das dumm? So. 1000 habe ich. Ich brauche wieder Einheiten. Einmal hier Hastati und einmal da oben Hastati. So, aber ich spiele schon wieder viel zu lang. Ja, Trio. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich batsch mal nicht mehr mein Mikro, das wird ganz geil. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ja, was machen wir nächstes Mal? Ich hoffe, dieses Mal kommen wir endlich dazu, Patavium einzunehmen. Ja, bin mal gespannt. Gut. Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.